von Anfang bis Ende an die Hand genommen. Die Ausbildung an sich habe ich online gemacht. Das war super gut, weil ich das neben meinem Hauptberuf natürlich ganz flexibel dann auch gestalten konnte. Und auf einmal hat sich irgendwie eine Tür nach der nächsten geöffnet. Und das ging irgendwie so von ganz alleine. Meine Kurse sind super angelaufen. Ich hatte richtig Bock, was Neues zu starten. 5, 6, 7, 8. So, ihr Lieben, ich bin Peter, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute habe ich ein Interview mit der lieben Annalena, die schon seit längerem bei uns Trainerin ist, die Ausbildung absolviert hat. Und ich stelle der Annalena jetzt einfach ein paar Fragen, damit ihr einfach mal kennenlernt, wie das Ganze bei uns abläuft, wie das Gefühl ist, in der Community zu sein, wie es ist, Trainer zu sein, wie es ist, mit den Teilnehmern die Kurse zu rocken. Ganz zu Beginn, Annalena, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich bin die Annalena aus Fulda. Ich bin jetzt seit circa einem Jahr HIIT-Trainerin, bin 33 Jahre alt und bin ganz begeistert, habe eigentlich schon 2016 angefangen, so ein bisschen umzustrukturieren, vom Hauptjob wegzukommen, weil ich einfach unzufrieden war und habe mich dann in der Fitnessbranche versucht weiterzuentwickeln, natürlich etwas zu lange dann gewartet, weil ich so ein Sicherheitsmensch bin und habe dann jetzt erst vor einem Jahr geschafft, dann durch HIIT meine Fitness Weiterentwicklung dann natürlich umzuwandeln, ja. Kannst du ein bisschen erzählen, was sich bei dir nach der Ausbildung so geändert hat? Genau, also das war eigentlich ein ganz spontanes Ding. Wie gesagt, ich habe schon 2016 überlegt, mich zu verändern, habe dann aber immer wieder rausgezögert, weil ich gedacht habe, es könnte sein, dass das vielleicht nicht so gut läuft oder gib auf gar keinen Fall irgendwie deinen Job auf, bleib da in deiner Komfortzone, so wie das ja viele natürlich machen. Und habe dann letztes Jahr ganz spontan, ich lag im Bett, ich weiß noch ganz genau, es war schon relativ spät abends, nach neuen Kursinspirationen gesucht für meinen Gesundheitskurs im Verein und bin durch YouTube dann auf HIIT gestoßen und war total begeistert, konnte dann auch überhaupt nicht mehr weiterschlafen, weil ich so fasziniert war und habe mich direkt am nächsten Tag dann für die Ausbildung beworben. Ja, und dann ging das Schlag auf Schlag. Ich konnte auch direkt loslegen. Es war dann auch innerhalb von 3 Monaten mit der Ausbildung fertig. Und auf einmal hat sich irgendwie eine Tür nach der nächsten geöffnet. Und das ging irgendwie so von ganz alleine. Natürlich wurdest du auch super begleitet durch die Community. Ich wurde da von Anfang bis Ende an die Hand genommen. Wie entwickelst du dich weiter? Welchen Schritt gehst du als nächstes? Und dann stand ich auf einmal schon mit der Community in Frankfurt beim Content-Dreh und habe Videos abgedreht und ganz, ganz viele neue, coole Menschen kennengelernt. Ja, und dachte mir dann erstmal, okay, jetzt, innerhalb von einem halben Jahr auf einmal alles verändert. Meine Kurse super angelaufen. Ich hatte richtig Bock, was Neues zu starten. Viele Anfragen auch in meiner Stadt durch Fitnessstudios, Vereine und so weiter. Und stehe jetzt hier und bin einfach nur froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe damals. Cool, ich habe dich ja auch kennengelernt bei dem kleinen Event in Frankfurt. Ja. Das war auch mega, waren wir da mit 30, 40 Leuten, haben da direkt ein Workout draußen gemacht. Kannst du mir mal erklären, wie da das Gefühl für dich war, einfach mal mit so einer großen Community vor Ort zu trainieren? Ja, also ich war erstmal super aufgeregt, weil ich habe das ja viel bei Instagram schon verfolgt. Für mich wart ihr alle irgendwie Stars und ich war so ganz klein und bin dann da so mit reingeflutscht. Wurde tatsächlich auch einfach gefragt, hast du Bock hier in Frankfurt dabei zu sein? Das ist bei mir um die Ecke. Bin ich natürlich sofort, habe ich dazu gesagt, bin hingefahren. Super aufgeregt gewesen. Aber alles easy, super coole Leute. Alle haben mich herzlich aufgenommen und mir so erklärt, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin dann auch sofort aus dem Auto ausgestiegen, in das erste Videodreh mit reingeflutscht. Und das ging wirklich Schlag auf Schlag. Es war einfach mega aufregend und
so viele Emotionen. Das war eigentlich eines meiner besten Wochenenden, die ich so bisher hatte. Das war wirklich so 3 Tage voller Power durchgezogen, Sport gemacht, viele positive Energien aufgenommen, viele, viele Menschen kennengelernt. Ja, und einfach so mittendrin dabei gewesen. Das war unglaublich. Es war wunderschön, war ein super gutes Gefühl. Cool, jetzt gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie die Ausbildung gelaufen ist? Wen hast du dort kennengelernt bei der Ausbildung? Wie lief das Ganze? Wie lief da der Support? Wie kam das Feedback an vom Trainer, dass die Leute mal so einen Eindruck bekommen, wie das Ganze abläuft? Genau, also am Anfang hatte ich erstmal überhaupt gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich wusste, ich bewerbe mich da und ja, habe dann gleich durchstarten können. Das war auch super. Ich wurde sofort an die Hand genommen, habe meinen Zugang bekommen für die Trainer-Area, habe die kompletten Schritt-für-Schritt-Anleitungen bekommen, auch was die Technik angeht und so weiter und so fort, wo ich auch erstmal immer überfordert bin, was Technik angeht, aber super easy, also super verständlich. Die Ausbildung an sich habe ich online gemacht. Das war super gut, weil ich das neben meinem Hauptberuf natürlich ganz flexibel dann auch gestalten konnte. Da hatte ich auch immer früher ein bisschen Schiss, da irgendwie die Sicherheit abzugeben, weil ich gedacht habe, jetzt bleibt dein Job auf der Strecke, aber das ging optimal. Ich konnte mir meine Zeit frei einteilen, mal morgens ein bisschen, mal abends ein bisschen und habe das dann so Level für Level abgearbeitet. Also genauso wie Hit the Beat aufgebaut ist im Level-System, ist auch die Ausbildung aufgebaut. Das ist wie so ein Spiel, würde ich schon fast beschreiben. Macht einfach mega Bock, sich von Level zu Level einfach durchzuarbeiten. Du schickst dein Video ein, du hast Multiple-Choice-Fragen, du wirst von einem Mastertrainer begleitet, der ist für dich zuständig von Anfang bis Ende und gibt dir Video-Feedback. Auch total individuell gestaltet, auf dich persönlich abgeschnitten und so bleibt man auch während der Ausbildung super motiviert und freut sich immer aufs nächste Level, ja, genau. Ja, cool, freut mich, dass das so gut bei dir abgelaufen ist. Dann hast du ja die Prüfung absolviert, anscheinend bestanden, sonst würden wir ja hier nicht quatschen. Was war es für ein Gefühl dann, das Zertifikat in der Hand zu haben und dann ja, auf die Teilnehmer, sag ich mal, loszugehen und deinen ersten Kurs einfach mal zu machen. Wie lief das ab? War es schwer? War es einfach? Hattest du Probleme? Wie war da der Lauf der Dinge? Ja, also ich habe dann natürlich am Ende, das sind ungefähr 10 Level, am Ende ist dann das Prüfungsvideo, das man einschickt. Dann hatte ich ein paar Teilnehmer aus meinem Freundeskreis, war auch super witzig. Wir haben uns getroffen, alles easy, da die Prüfung, dann habe ich da einfach drauf losgelegt, so wie wir das natürlich alles beigebracht bekommen haben und habe dann mein Video eingeschickt und dann natürlich zum Glück bestanden, war auch super happy und habe dann kurze Zeit später mein Zertifikat in der Hand gehalten. Du bekommst es online und natürlich dann auch, hast es dann natürlich auch in der Hand. Es kam in so einem super schönen Bilderrahmen, ich weiß das noch, ich habe das aufgemacht. Das steht jetzt auch bei mir hier im Wohnzimmer, kann ich jeden Tag angucken. Ich habe meinen ersten Kurs in meinem Verein, in meinem Ort, in meinem kleinen Dorf gegeben. Das war mein allererster Kurs und wollte mich da natürlich erstmal weiterentwickeln und habe da einfach jede Woche immer aufs Neue, immer wieder gelernt und auch für mich selber dazu gelernt. Und dann ging das eigentlich los. Dann habe ich mich in den Fitnessstudios beworben. Die waren auch super angetan, weil es einfach was Neues ist. Das gab es bei mir in der Stadt auch noch nicht. Ich bin bisher auch noch die Einzige hier. Es wäre natürlich schön, wenn da noch einige dazukommen. So eine kleine Community hier bei mir in Fulda wäre super cool, weil ja, ich bin, wie gesagt, noch ganz alleine. Und dann habe ich mich auch in der Hochschule beworben damals, habe das einfach vorgestellt, habe denen das reingehauen und habe gesagt, hier Leute, ich habe irgendwie Bock, hier die Hochschule, die Studenten noch zusätzlich zu unterrichten. Und das hat auch super funktioniert, das ist super angekommen. Das sind auch Leute, die mega Bock auf Sport haben, die viel im Kopf haben mit Uni und Lernen und einfach mal eine Stunde abschalten wollen und sich neu herausfordern wollen. Und ja, das ist eigentlich so, dass ich da jetzt auch gerade Online-Kurse gebe, einfach pandemiebedingt, weil das im Moment bei uns in der Stadt mit Corona-Regeln nicht so schön ist. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die super anläuft im Moment. Also
Ja, wie gesagt, man muss sich vielleicht auch perspektivisch ein bisschen auch auf online einstellen momentan. Und ich hätte nie gedacht, dass es so gut klappt. Also mit der Technik und auch die Teilnehmer, die stehen jetzt zu Hause. Es ist auch so ein bisschen so ein Komfortding. Also die können wirklich von der Couch direkt durchstarten, loslegen, Sport machen und sich auspowern und dann schön entspannt ins Bett gehen. Also so ist es jetzt im Moment, ja. Cool. Kannst du versuchen, noch zusammenzufassen, warum das so wichtig ist, dieser Community-Gedanke? Weil du könntest jetzt auch alleine einfach trainieren und dein Ding machen. Warum unbedingt diese Community? Warum willst du das mit anderen Menschen aus von Hit the Beat teilen, eine Community aufbauen? Was bedeutet dir das? Also für mich bedeutet das natürlich erstmal ganz, ganz viel Emotionen. Alleine trainieren war für mich zwar immer eine Option, aber das war nie erfüllend. Also ich finde es viel schöner, wenn man sich gegenseitig pushen kann, der ganze Zusammenhalt, diese positive Stimmung, sich gegenseitig zu vermitteln und einfach nicht alleine dazustehen, sein Ding durchzuziehen, sondern wirklich immer jemanden an der Hand zu haben, der das gleiche Gefühl mit dir teilt. Das ist unbeschreiblich und wie gesagt, das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwo alleine trainierst, da dein Ding machst und überhaupt keinen Ansprechpartner hast oder ja, das ist was ganz anderes, ne? Cool. Tatsächlich. Jetzt bin ich nochmal interessiert, weil du jetzt gesagt hast, dass du auch deinen Hauptjob ein bisschen, ne, nach hinten schiebst. Warum ist dir das so wichtig, einfach jetzt als Trainer tätig zu sein? Also was gibt dir das alles, wenn du sogar deinen Hauptjob, kündigst? Ja, ich habe es ja noch nicht erwähnt. Ich bin hauptberuflich Krankenschwester. Da wird sehr, sehr viel abverlangt und es ist ein sehr, sehr stressiger Beruf, wo ich auch früher schon gemerkt habe, dass es unheimlich körperzehrend auch ist und vor allem auch geistig sehr, sehr viel negative Emotionen in dir auflösen kann, weil du hast mit Menschen zu tun, denen es schlecht geht, ja, das raubt dir Energie. Du bist immer 100% da. Du versuchst den Menschen zu helfen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Aber du kommst dann nach Hause nach dem Dienst. Du bist einfach erstmal platt, fix und fertig. Du musst erstmal drüber nachdenken, was hast du heute überhaupt alles erreicht? Und das Gefühl zu haben, jemandem nicht genügsam gewesen zu sein, weil du einfach keine Zeit hattest, weil so viel auf einmal kam, weil Personalmangel herrscht. Das war für mich ein Gefühl, was ich einfach nicht mehr vertreten konnte und auch nicht mehr vertreten möchte. Und beim Sport ist es so, vor allem in meinen Kursen ist es so, dass es dieses Negative einfach nicht gibt. Du tankst auf, du lädst deine Batterien wieder auf. Und das war für mich eigentlich die Herausforderung dann auch, also das erstmal umzuswitchen und von diesem ganzen Negativen in das Positive zu kommen, was aber von völlig alleine geklappt hat und das zu spüren, dass es einfach anders sein kann und dass sich vor allem auch was verändern muss in der Welt, dass Menschen vor allem auch krank sind, weil das zum Teil auch hausgemachte Probleme sind, also Menschen achten einfach nicht auf eine gesunde Ernährung oder auf ausreichend Bewegung. Und das finde ich ganz, ganz traurig, weil das auch nicht weitergegeben wird. Und ich finde es einfach wichtig, dass Menschen das lernen, auf sich selber Acht zu geben und vor allem diese Energien in sich hervorzurufen, die einen auch langfristig gesund halten. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights, Einblicke, wie du quasi die Hitze-Beat-Ausbildung wahrgenommen hast und wie die Schritte danach waren, wie deine Kursteilnehmer alles reagieren. Danke dir für deine Zeit. Und falls ihr da draußen auch Lust habt, Trainer zu werden, wie ihr merkt, ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt hier unten im Link findet ihr den Link zu diesem Call, den ihr unverbindlich einfach buchen könnt. Dort wird euch geholfen, alle eure Fragen werden beantwortet, was es bedeutet, Hit-the-Beat-Trainer zu sein, welche Erfahrungen man mitnehmen muss. Und dann könnt ihr einfach draufklicken, Termin vereinbaren und dann werdet ihr quasi so durchgeführt wie die liebe Annalena. Und wie ihr seht, es lohnt sich. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bald kommen neue Videos, neue Erfahrungsberichte. Also, let's go. 5, 6, 7, 8.